Also, wo Wolfgang Pade seine Küchengeräte herbekommt, das bleibt noch ein wenig ungeklärt. Aber wir wissen, wo er die Zutaten für seine Menüs herbekommt, die er kocht, nämlich aus ihrem Kühlschrank, wenn er unterwegs ist mit Till Öppert bei den Herdbesuchen. Guten Tag. Moin. Guten Tag, wir sind von Buten und Binnen. Das ist Wolfgang Pade, ein Sternekoch. Wir können für Sie kochen heute. Heute? Das passt ja. Ich habe heute Geburtstag. Ach, herzlichen Glückwunsch erstmal. Danke. Familie und Freunde an der Kaffeetafel. Unsere Gastgeberin Zwanche Fuchs ist pharmazeutisch-technische Assistentin. Das Altbremer Haus in Gröpelingen haben sie, ihr Mann und die gemeinsame Tochter erst vor 4 Wochen bezogen. Nach Kaffee und Kuchen will der Küchenchef erstmal eine kräftige Suppe servieren. Feurig soll sie sein. Zutaten gibt's reichlich. Merkt ihr auf jeden Fall, dass hier frisch gekocht wird. Also hier ist alles. Knoblauch, Gewürze, Parmesan. Was kochen Sie am liebsten? Asiatisch. Mein Mann, der war ein halbes Jahr selber in Thailand und der kocht dann gerne mal so thailändische Curries nach. Also wie er es da eben auch gelernt hat, direkt in Thailand. Mitfeiern kann der Gatte leider nicht. Er hat Spätschicht, fährt LKW im Hafen. Ich bewundere das immer, wenn die mit ihrem großen Messer da so zack, 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 diese kleinen Zwiebelstückchen hinkriegen. Da habe ich immer Angst um meine Finger. Das kriege ich mit dem großen Messer nicht hin. Deswegen mache ich das so nach Hausfrauenarzt mit einem kleinen Minimesser. Machst du ja auch mit dem kleinen. Ja? Also einmal Zwiebelschneiden zum Geburtstag, bitte. Ja. Durch dem Messer, aber Wumpe. So geht Slow Food. Oh ja, die sind scharf. Was lange währt, wird häufig gut. Tochter Tabea Sophie bleibt lieber bei Opa Egon auf dem Arm. Eier, bist du schon alt? Die Küche ist zu eng. Alexandra Drewe macht den Abwasch ratzfatz im Bad. Dem Küchenchef schmeckt es mal wieder. Rita Fuchs deckt schon mal ein. Nesthäkchen Imke hilft. Die jüngste Fuchstochter ist erst 20 Jahre nach dem Geburtstagskind auf die Welt gekommen. Die Große, Zwanche, hat richtig viel zu tun. Der Boden, die Wände. Mit dem Bleistift hier einmal. Hier soll ein Durchbruch hin. Küchenerweiterung. So ungefähr bis hier. Damit die Katze dann auch richtig durchkommt. Und nicht nur immer die Durchreiche nehmen muss. Service bitte. Bitteschön. Was ist das jetzt genau? Tomaten, Karotten, Linsensuppe. Süß pikant. Mit dreierlei Frischkäsecreme. Und Basilikum. Guten Appetit. Überraschungsgeburtstagsmenü Teil 1. Also sehr aromatisch. Durch das Basilikum auch. Den schmeckt man sehr gut durch. Sehr süß. Sehr lecker. Ich esse meine Suppe nicht. Nein, meine Suppe esse ich nicht. Der Küchenchef hat frischen Salbei geerntet. Nee. Der ist in einer anderen Mühle. Und wird das von alleine. Pasta im Familientopf. Da ist alles drin. Butter, schwarzer Pfeffer, sehr viel schwarzer Pfeffer, Salbei. Obendrauf kommen marinierte Mozzarella und rohes Wurstbrät. Na bitte, Nudeln machen glücklich. Zu Hause guckt man in den Kühlschrank, der ist so voll. Und dann weiß man nichts damit anzufangen. Und er macht aus Kleinigkeiten was. Also da ist doch viel Potenzial immer in so einem Kühlschrank. Auch wenn man immer reinguckt und man sieht fast nichts. Aber wenn man mal genauer hinguckt, kann man da was draus machen. Nudeln kochen, Mozzarella kaputt machen, Wurst kaputt machen, fertig.